Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny bricht am 20. August auf dem Flug vom sibirischen Tomsk nach Moskau an Bord des Flugzeugs zusammen. Wegen der Notlage entschließt sich der Pilot zur Notlandung in Omsk, wo Nawalny im Krankenhaus behandelt wird. Seine Kleidung soll ihm dabei abgenommen worden sein. Die russischen Ärzte diagnostizieren eine Stoffwechselstörung. Eine Vergiftung schließen sie aus. Später sprechen sie von einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse. 2 Tage nach seinem Zusammenbruch wird Nawalny nach Berlin ausgeflogen, wo er in der Charité behandelt wird. Die Analysen deutscher, schwedischer und französischer Experten ergeben, dass Nawalny mit einem Kampfstoff aus der Novichok-Gruppe vergiftet wurde. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen bestätigt diese Einschätzung. Am 22. September verlässt Nawalny die Charité. Er leidet nach eigenen Angaben weiter an Lähmungserscheinungen in der linken Hand. Nawalny macht den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Anschlag verantwortlich. Der Befehl könne nur von einem der Chefs der russischen Geheimdienste gekommen sein und diese seien Putin unterstellt. Die russischen Behörden haben ihre eigenen Theorien zu dem Vergiftungsfall. So mutmaßt Putin zunächst, Nawalny habe sich selbst vergiftet. Vielleicht sei er aber auch Opfer des US-Geheimdienstes CIA geworden, für den er arbeite, heißt es später. Im Dezember ruft Nawalny nach eigenen Angaben unter falschem Namen bei dem FSB-Agenten Konstantin Kurdjavs an, worauf dieser Details des Mordversuchs preisgibt. Demnach gibt der Geheimdienstmitarbeiter Hinweise darauf, wer den Anschlag ausgeführt hat und wie dieser vertuscht werden sollte. Von dem Telefonat soll es einen Mitschnitt geben. Der Agent erklärt unter anderem, dass das Gift in Nawalnys Unterhose angebracht worden sei.